So, ich bin von Space Camper. Hi Chris. Hi, jetzt haben wir noch den Ford entdeckt hier. Ja, das ist jetzt der Ford V710 als Space Camper Classic Plus ausgebaut. Und hier haben wir natürlich, der ist jetzt sehr, ich meine, ich fahre unheimlich gerne auch mal dahin, wo nur kleine Straßen hinführen. Hier ist es ein vierradgetriebenes Fahrzeug, der dann auch von Terranger noch mal ein paar Offroad-Extra-Bonbons bekommen hat. Der Ausbau ist ziemlich Classic-Plus-Ausbau, die bieten wir für verschiedene Autos an, also auch auf dem Multivan und jetzt hier auf Ford. Der Ford ist prinzipiell natürlich ein deutlich noch von den Abmaßen größer. Darf ich dich reinbitten? Ja, danke. Das heißt, er hat noch deutlich mehr Innenraum und mehr Nutzlast. Und das merkt man natürlich in einer größeren Bettbreite. Größeren Bettbreite und auch vorne mit mehr Platz. Ansonsten auch hier, das ist eine gesmokte Starkfurnier in gesmokte Eiche. Auch die Möglichkeit hier vom Innenzugriff aufs Bett mit dem und wo man das Bett anpassen kann. Mehr Breite oder mehr Schrankfläche. Große ja. Bank. Die Bank kann man auch innerhalb kürzester Zeit ausbauen. Das sind wir auch ganz sehr stolz. Heckauszüge unten drin. Die Bank wiegt nur pro Teil unter 20 Kilo. Das heißt, wenn man mal ein Motorrad mitnehmen kann, genauso kann man beim Classic Plus die Möbel ruckzuck herausnehmen. Ja, lass uns mal reinschauen. Das ist aber auch wieder ein Fahrzeug, was man dann bei euch komplett kauft. Das ist wieder ein komplettes Fahrzeug, weil das wieder komplett ein Vollausbau ist. Das heißt, hier vorne wieder, hier vorne auch dieser schnelle Tisch, den man schneller ausklappen kann. So ist das Raumgefühl hier drinnen. Also nimm ruhig Platz. Ja, also hier ist natürlich wieder schon viel mehr Platz. Klar, das Raumgefühl ist halt deutlich noch mal größer. Allerdings denke ich, fährt er sich auch wieder etwas bulliger, der Wagen natürlich. Das ist der Punkt, das ist ziemlich da ähnlich. Genau der Punkt. Ist natürlich dann eher aus der Nutzfahrzeugsparte mehr verwandt. Also der Multivan kommt ja sehr stark, der fährt ja wie ein PKW und so weiter. Das ist ja das Schöne an dem T7, ne? Ja, nämlich für den, der sagt, ich will eigentlich ein Alltagsauto und mal Camping machen, dann ist, glaube ich, der T7 die Wahl. Hier fährst du schon wieder viel Material durch die Gegend, ne? Ja, also ich würde sagen, das kann jedem selbstbelassen sein. Ich fahre natürlich unheimlich gerne Material durch die Gegend, weil ich wohne ja im Auto. Ja, und da ist natürlich viel Material rumzufahren, immer auch viel Flexibilität, dass man alles dabei hat, was man braucht. Also ich finde, beide Autos haben ihren Reiz und jeder kann sich dann sein Herz entscheiden lassen, wo es hin sticken will. Ja, vielleicht nochmal einen Blick in die Küche. Ja, die Küche ist jetzt hier ausgeklappt. Ihr habt das gerade immer schon mal gesehen beim Classic Plus in Form von Multivan. Das ist die gleiche Küche. Ich gehe dann gerade mal raus und hole sie wieder rein. So, das heißt hier die Öffnung nochmal hier. Hier kann man das dann runterklappen, das Ganze. Und auch eher wieder die Möglichkeit hier eines Koches für drinnen und draußen. Drei Flammen, zwei Flammen nur für draußen, eine Flamme für drinnen. Lässt sich dann hier ausklappen und dann wieder. Und das wäre dann quasi dann die Küche von innen eingeklappt. Geht dann einfach so und klappt dann hier ein. Ja, das habt ihr sehr schön gemacht mit den Armaturen. Wirklich. Ja, das muss ich sagen. Das hat es. Also ich denke auch dieses gesmokte Eiche finde ich ja auch eine ganz gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Ja. Ansonsten haben wir auch nochmal im Vergleich zu den vorherigen Modellen, dadurch, dass wir einen Leichtbau angestrebt haben mit massivem Holz in Kombination aber mit leichten beschichteten Alu, dann nochmal ein moderneres Design und sparen damit 30% Gewicht ein. Das geht immer ums Gewicht, ja, richtig. Ja, kann man halt einige Kilo mehr Schokolade mitnehmen. Ja, oder auch sonst irgendwas, richtig. Schau mal hier, mit dem Dach, das wollen wir uns vielleicht auch nochmal anschauen. Wir haben das jetzt so, dass es also sehr viel oder sehr luftig ist auch. Also ich sitze hier fast draußen. Und ja, da kann man natürlich auch schlafen. Vielleicht magst du uns das mal zeigen? Ja, das kann man sehr, sehr gerne. Da, also das ist dann hier die Schlafebene. Lässt sich mit einem Handgriff herunternehmen. Und ich habe dann hier einen guten Tellerfederrost
und eine sehr bequeme Matratze, wo man sehr gut schlafen kann. Absolut. Und natürlich kann ich natürlich, kann ich durch die Seiten dann auch, wenn man dann Intimsphäre haben will, dann auch einfach zumachen. Ja, wir haben jetzt hier gerade so einen richtig schönen Ausblick über die Messe. Also das ist ja auch, ja gut, die da drüben haben das jetzt auch, aber das finde ich halt auch sehr schön, ne? Muss schon sagen. Und da kommt man auch gut rein. Man würde jetzt auf die, also wahrscheinlich hier auf die Stühle treten. Genau, du würdest dann hingehen da und kannst auf die Stühle treten und und die Arme lehnen, aber nur auf ganz hinten natürlich, wo sie eingespannt sind. Und dann kommt man dann ganz bequem, kann man dann hochlaufen und schläft man auch sehr schön drin. Das macht natürlich auch immer einen Riesenspaß, auch für die Kinder, ne? So oben schlafen hier und Auf jeden Fall. Das ist ja einfach Spaß. Ne? Auf jeden Fall. Ich sag ja auch immer, es gibt nichts Schöneres als Camping, ne? Oder? Kann ich nur bestätigen. Du bist ja Alltagscamper. Das Schöne ist auch, finde ich, immer den Minimalismus, dass man lernt, mit wenig auszukommen. Und ich merke das auch, wenn ich mit dem Camper mal länger unterwegs bin, bin ich ja auch als Chris Camper natürlich. Es fehlt einem nichts. Es fehlt einem ja wirklich nichts. Ne? Ja, also ist es wirklich auch immer schön, auch diese Kontraste zu haben im Leben. Also auch wenn man hingeht und dann nicht die High-End-Kaffeemaschine im Camper vielleicht dabei hat, die man quasi so einen Siebträger vielleicht nicht dabei hat und dann einfach nur mit einer italienischen kleinen Kaffeemaschine sich den Kaffee selber malt. Es ist entschleunigend und dann freut man sich auch, beide Welten werden schöner, weil danach eben, wenn man dann wieder ins normale Leben eintaucht und dann so einen Siebträger hat, dann freut man sich über den Siebträger doppelt so viel, wenn man der Kaffee vorher ein bisschen schlechter war. Und beide ergänzt sich und beides macht das Leben intensiver. Ja, das nehmen wir jetzt mal als Abschluss hier. Wie heißt das Modell nochmal genau? Classic Plus, Space Camper Classic Plus. Das findet man auch alles bei euch auf der Webseite schon, die neuen Modelle, ja? Auf jeden Fall. Okay, da werden wir natürlich einen Link unten in die Infobox setzen. Und dann können sich da die Leute nochmal die letzten Informationen reinholen. Ich danke dir, war wieder klasse, hat wieder richtig Spaß gemacht. Chris, bis nächste Mal.